Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Frozenheim in der ersten Kampagnenmission. Nachdem wir uns im Angespielt gerade so durchgeschlagen haben, sieht es jetzt momentan zumindest schon ein klein wenig besser aus. Wir sind auf der Jagd nach den Räubern und schauen mal, ob und wie uns das hier gelingen wird. Solltet ihr das live angespielt verpasst haben, schaut doch mal, das verknüpfe ich euch hier in der Infobox, genauso wie die dementsprechende Playlist, weil diese Folge mit Sicherheit nicht die letzte gewesen sein wird. I got it. Stündlich lesen, okay. So, wo sind die Räuber? Mal schön die Gegend durchsuchen. So, nebenbei werden wir noch angegriffen, hat sich aber schon erledigt. I got it. Auf der Suche nach den Räubern. Damit wir auch irgendwann mal durch das Tor kommen und unseren Freund Jarl Erland erreichen. Nehmen wir mal an, dann geht's auch im Spiel dementsprechend weiter. Die Frage ist, wo sind die Räuber? Einige haben wir ja schon ausgemerzt hier in Frozenheim. Wenn euch das gefällt, dann lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank dafür. As you wish. Jetzt schon wieder schlechtes Wetter. Geht's nicht mehr weiter. Das ist unser Dorf. Alright. Vielleicht doch noch mal, wo die ersten Räuber gewesen sind. So, derweil gucke ich mal, ob wir hier noch ein paar Einheiten produzieren können. Es fehlt an freiem Personal. Da bauen wir doch noch mal ein paar Hütten. Oder Häuser. Na komm. So, hier wird noch fleißig abgebaut. On my way. So, hier kamen wir ja her, von hier oben. Das sind unsere Speer. Wo können wir denn... As you wish. Na? Lauft ihr dahin? Nein. Wo haben wir denn noch Bereiche, die noch nicht aufgedeckt sind? Also ich glaube, wir waren schon fast überall. Da haben die Räuber sich aber gut versteckt. Oder? Kommt ihr auch hierher? Nee. Also da können die Speer nicht hinlaufen.
Momentan etwas ratlos, wo ich die Räuber suchen soll. Ja, das Dorf steht noch. Mach das. Bis gleich, JJ. Ja, wo können die Räuber denn noch sein? Vielleicht hier oben. Was ein fieses Wetter. All right. Wirklich eine ziemliche Sucherei jetzt. Das finde ich in Missionen nicht so schön. Ah, ich sage genau, ich suche die Räuber. Alright. Ich unterstütze auch hier ein kleines Bauerndorf hier, diese hier. Ah, was? Durchsuchen? Ja. Feindliche Armee aufgetaucht. Wo? Wo? Ich sehe nichts. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Also ich bin hier offensichtlich richtig, aber... As you wish. Ach, da oben! Mensch! Die haben sie auch gut versteckt. Am Rand der Karte. Ach, meine Speer haben die gefunden. Sehr gut. All right. Na, wo sitzen sie denn? Da. So, die Räuber werden die Bauern nun nicht mehr behelligen. Alright. Thema erledigt. So, mal schauen, bekomme ich denn von den Bauern irgendwas dafür? So, und kann ich Einheiten nachproduzieren? Will mehr Einheiten haben. So, Axtkämpfer. Und noch mehr Bogenschützen. Sehr gut. I got it. Was mit den Speeren? So. Kleines Dorf. Bereits besucht. Okay, Quest erfüllt. Viel mehr passierte aber nicht. Alright. So, darf ich jetzt hier durch? Sieht so aus, als wäre das Tor offen, oder täusche ich mich? So, weitere Einheiten.
schadet nie, einen guten Freund stets gut bewaffnet zu besuchen. As you wish. So, die Speer. Jawohl. Dadurch, dass wir die Räuber erledigt haben, lässt uns der Torwächter jetzt durch. Na, lauft mal vor, ihr Speer. As you wish. Schöne Landschaften auf jeden Fall. So, da kann ich doch mit meinen anderen Einheiten jetzt hinterherkommen. On my way. Gut, dass du hier bist. Unser Wachturm wurde von Räubern eingenommen. Schon wieder die Räuber. Okay, also muss ich hier offensichtlich helfen. Na, lasst ihr mich durch? All right. Ich helfe dir natürlich, mein Freund. So, wo ist denn der Wachturm, der eingenommen wurde? So, hier ist Wasser. I got it. Ach, hier oben. Aber immer noch Einheiten rum. Almost. Okay, ein Räuberlager. Na, das schaffen wir doch. On my way. Na komm, wie weit schießen denn die Bogenschützen? Das müsste doch eigentlich reichen von der Entfernung. Es wird hier nicht so richtig angezeigt, wenn man oben auf dem Berg drauf ist. Das müsste aber reichen. Kill them all. Attack! Okay, Thema erledigt. Boah, wird's hier schnell duster. Wir haben die Kontrolle über das Tal wiedererlangt und da unten brennen Schiffe. Warum? As you wish.
Jarl Erland hat dich betrogen. Seine Truppen sind schon auf dem Weg, deine Siedlung zu plündern und dein Volk abzuschlachten. Beeile dich und beschütze deine Leute. Verdammt! Almost. Schnell wieder zurück. Na toll, hat mich betrogen. Verdammt, mir fehlen Leute, um hier mehr auszubilden. Du liebe Zeit. So, was ist hier los? Ah, die halten meine Einheiten auf. Eile dich und beschütze deine Leute. Ist ja gar keiner mehr übrig. So, da sind sie. Bogenschützen. Hat uns betrogen. So, die Jägerhütte. Keine Tierfälle, um Einheiten nachzuproduzieren. I got it. Warum bekomme ich keine Tierfälle mehr? Der Gerber arbeitet. Hat aber keine Tierfälle. Ach, da hat er aus den Tierfällen komplett Klamotten gemacht. So, da kann ich aber nur Speer draus machen. Nein, Bogenschützen könnte ich noch machen. Ah, das Ding brennt schon. Kann schon vergessen, ich kann keine Einheiten mehr nachproduzieren. Das kannst du schon vergessen. Jetzt war ich so gut vorbereitet und trotzdem hat diese gute Vorbereitung schon wieder nicht ausgereicht. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Schon wieder vorbei. Das ist eine harte Nuss, das muss man mal wirklich sagen. Gut ab, dass die Entwickler sich das trauen. Na gut, vielleicht wird ja am Balancing nochmal irgendwie was gemacht oder man kann noch irgendwie den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das Haus brennt schon wieder, ja. Wo sind die Marshmallows? Genau, das ist es dann auch schon wieder gewesen. Und so, ich gucke nochmal bei mehr Spieler rein. Okay, ich glaube, das können wir uns aber auch erstmal schenken. Man kann einen Server erstellen, einen privaten, da können Leute dann mitmachen, die das Spiel auch haben. Man kann einen Server beitreten, finde ich dann irgendwo auch welche. Dedizierte Server ist mal für die Zukunft geplant, habe ich gelesen. Könnt ihr mich ja mal, community-mäßig ja mal wissen lassen, ob euch sowas am Server interessieren würde. So, LAN-Spiele. Ja, Zugriff zulassen, Windows Defender. Er sucht jetzt hier was, findet aber nichts. Du hast verpasst, wie ich schon wieder das Zeitliche gesegnet habe. So, also da, das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn man jemanden in der Freundesliste hat oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber da vorhin das Online-Spiel schon mal angesprochen worden ist, dachte ich, ich klicke mal drauf. Es gibt Online-PvP
und es gibt Koop-Multiplayer. Und das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob das auch für die Kampagne funktioniert. Und wir haben noch die Möglichkeit, bei Einzelspieler nicht die Kampagne zu spielen, sondern ein neues Spiel zu machen oder ein Gefecht durchzuführen. Wenn ihr da an irgendwas in der Richtung Interesse habt, schreibt es mir gerne in der Konserve in die Kommentare oder erzählt es mir gleich hier im Livestream, sobald ich hier die Aufnahme abgeschlossen habe. Ja, und liebe Zuschauer, wenn ihr keine weitere Folge Frozenheim verpassen wollt, dann abonniert doch auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr nicht verpasst, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.